Es ist zehnmal schwerer, als wir alle dachten. Und damit, hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons, dem Echoing Void DLC. In der letzten Folge haben wir vergeblich natürlich versucht, das erste Enderauge für das Endportal zu finden. Und ich weiß jetzt, wo es ist. Und das ist echt böse versteckt. Also ich hätte es niemals gefunden. Bin ich ganz ehrlich. Es ist eine Stelle, an der hätte ich niemals gesucht. An der käme ich auch nicht auf die Idee zu suchen. Und zwar, schaut einfach zu, wo ich langlaufe. Also, irgendwer hat sich das ja auch einfallen lassen. Und ja, ich mag das Spiel. Der hat sich was Gutes einfallen lassen. Aber ich weiß jetzt immerhin, was die mit schwerer meinten. Also doch. Das Versteck ist gut, also man kann nichts dagegen sagen. Doch, also kann man schon, klar. Das ist viel zu schwer für Leute wie mich. Wobei. Nee, es ist nicht zu schwer. Es ist nicht zu schwer, es ist einfach nur. Das DLC sagt halt, du sollst danach suchen. Und genau das sollst du auch. Aber auch wirklich danach suchen. Und zwar, bitte schon da, ich weiß es gar nicht. Ja, hier, beim Wasser. Ich spiele das jetzt, also ich habe mir jetzt das angeschaut und das, oder auch sonst noch. Das hier ist ein Enderkopf. Er soll dir sagen, guck mal, lauf mal hier hinten hoch. Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Gut, auf der Karte sieht man's. Aber wenn ich privat spiele, habe ich die Karte eigentlich nicht an. Weil ich da lieber ein bisschen selber erkunde. So, und hier sollen wir jetzt weitergehen und dann kommt der. Irgendwann, angeblich. Nachher ist das hier bloß so ein blöder Umweg. Nein, da explodiert's. Oh, man wirft die jetzt einzeln. Habt ihr es gesehen? Ihr werft die TNTs jetzt einzeln. Das ist eine Erneuerung. Die gefällt mir. Ja, so hätte ich das eigentlich nicht erwartet. Normalerweise wirft man immer beide gleichzeitig, was total unhandlich ist. Aber die Entwickler machen sich Gedanken. Und warum ist das hier so extrem schwer? Wo ist mein Hund? So. Genau, wir haben jetzt wieder das Totem der Heilung. Weil wir das in der letzten Folge zurückbekommen haben vom Schmied. Und stattdessen haben wir Honig weggepackt, die Bienen. Damit die Bienen etwas gestärkt werden. Weil das muss ja auch sein. Nee, 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 geh weg. Die Bienen sind nämlich noch Level 8. Du bist ein normaler Enderman, oder? Ich gehe mal von aus. Die anderen sahen ein bisschen bedrohlicher aus als du. Aber der ist stark, gell? Oh, habe ich finales Grün drin. Echt? Ja, klasse. Nee, geh mal weg. Ich habe finales Brüllen drin. Das heißt, alle meine Items. Ja. Alle meine Items werden automatisch aktiviert. Also die Artefakte. Wenn ich schwächer als. ...25% noch Leben haben. Ich sehe hier keinen Enderman. Wurde ich betrogen? Hier ist ein Weg. Ich bin's, der Profi! Ich habe den Weg nicht gesehen. Also das sieht man auf der... Ich sollte mehr auf die... K-Storm, achte mehr auf die Karte. Ja, ich sterb sowas von. Ja, hallo, Pause, kurz atmen. Okay. TNT schnapp. Creeper, 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 Creeper. Okay. Kommen meine Tiere mit oder so?
Oh, 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 oh. Ja, ja, okay, okay. Gibt's erstmal ein Raid? Ein paar Zombies. Ein paar Spinnen. Oh, und 10.000 Creeper. Ja, ich. Gegen Creeper kann man auch nichts machen, echt. Es sind Creeper. Die waren schon immer schlimm in Minecraft, oder nicht? Seht ihr das anders? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich finde, Creeper sind so das Schlimmste in Minecraft. Gut, also ihr könnt jetzt mit irgendwelchen blöden Argumenten kommen mit der Steuerung und Autojump und sowas. Aber ich finde, das Nervigste sind Creeper in-game. Oder wenn aus Versehen Sachen in die Lava fallen. Eine Kiste? Oh ne, hier geht's zurück. Ne, ich springe jetzt da lieber nicht runter, weil... Oh, das Lama kämpft. Gegen? Bei Lama, ganz einfach. Ich find's gut, dass ich die One-Shotte. Hier geht's wieder raus. Und wie komme ich nach da drüben? Ich bin mir nämlich zu ca. 37 Millionen Prozent sicher, dass es das noch nicht war. Wo werden wir jetzt theoretisch rausgelassen? Ah, die schweben wirklich so ein Stück hoch und können sich nicht bewegen. Ah, okay, wir werden immer noch... Ah, okay. Okay, 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 wir werden einfach nur weiter oben rausgelassen. Nur ich habe die Tür noch nicht entdeckt gehabt, deswegen war sie nicht auf der Karte markiert. Macht Sinn. Ich bin unsichtbar, jetzt nicht mehr. Haha. Wie genial ist das denn mit dem Fliegen? Ich finde auch, meine Maus hat eine gute Reaktionszeit. Ich weiß gar nicht, wie viel DPI die hat. Keine Ahnung. 16 oder 60.000 oder irgendwie sowas geht. Verpackung liegt da hinten. Ich kann kurz gucken, wenn hier mal alle Gegner weg sind. Millionen. Ist das viel? Kann mir das einer mal... Seht ihr das da unten? Ja. Ui, das sieht spannend aus. Lauf schneller! Ich hasse Creeper. Ey, Creeper sind so schlimm. Dafür hau ich den jetzt volle Kanne weg hier. Und keiner von denen explodiert. Ja, Profi. Gut, eins, zwei und... Hui, wie heißt du? Stachelauge heißt du. Macht Spaß. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist mehr so ein Boss. Geh doch weg. Der hat Dornen! Ah, deswegen auch Stachelauge, ja? Ah! Okay, der macht mir Angst. Ja, Heilung. Der macht mich mit einem Schlag tot! Was ist denn das? Tot. Ender, okay. Okay. Habe ich das jetzt hier im Inventar? Nee. Das macht mich auch noch langsamer. Oh, da hinten, da gibt es eine Kiste. Okay. Ah. Oh, hier hoch. Und dann rüber? Ja, hier gibt es eine Kiste. Wir gehen zurück zum Lager und haben somit das erste Enderauge. Boah, bin ich hell! Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Wir können doch das erste Enderauge jetzt behalten, oder? Wir gehen einfach in die Festung.
Ja, machen wir ein bisschen leichter. Wir müssen denn nur kurz zum Portal vor und unser erstes Enderauge einsetzen. Leute, woo. Sehr schön. Es gibt 6 Stück, habe ich das richtig? Oder 9? 6 Stück. 6 Stück? Welche finstere Macht verschwört? Ja, kennen wir schon. 6 Stück. Es gibt 6 Stück. Und von diesen 6 Stück haben wir jetzt 1. Und wir werden jetzt jede Folge 1 holen. Kommt zum Teil. Ich weiß nicht, wie das genau ist. Ich weiß auch nicht, wie lang die Aufnahme jetzt schon geht. Ich guck gleich nach, wenn wir das gemacht haben. Kommen hier unendlich Gegner oder ist das limitiert oder so? Warum laufe ich eigentlich immer hier außen rum lang, anstatt einfach durch. Oh, hier sind Creeper. Muss ich droppen? Oh nee! Oh, ich wurde getroffen. Ey, diese Musik. Oder was auch immer das. Ich glaube. Nein, wir können es nicht Musik hören. Okay, bisschen drauf spammen hier hinten. Kann man noch ein bisschen Level grinden. Platziere die Enderaugen. Ja, das machen wir jetzt. Also zumindest das eine, was wir haben. Komm. Ich hoffe, ihr hört die Maus nicht allzu sehr klicken. Aber ich hau die schon ziemlich kaputt gerade. Wir gehen ins Lager zurück. Okay, uns fehlen noch 5 Stück. Zurück zum Lager. Ja. Ich guck kurz auf die Aufnahme. Also, wenn schon 15 Minuten sind, es sind 10. Ja gut. Dann machen wir als nächstes. Ich muss ganz kurz was gucken. Das zweite. Und zwar im Swamp ist das. Wenn man nach links geht am Anfang. Links bleibt. Ich guck mir gerade das Video nochmal dazu an. So, bei den Brews, also bei den Kesseln. Ziemlich rechts halten. Ja? Müssen wir da auf die Bäume drauf. Ganz kurz. Gibt's hier eine Wahrscheinlichkeit? Okay, da gibt's eine Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Gut. Gehen wir einfach rein in die Swamps. Der war ziemlich stark, gell? Der hat uns mit einem Hit getötet. Ich sollte die Schwierigkeit vielleicht ein bisschen runterdrehen. Es leuchtet so schön. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Ihr kennt die Story. Wer die Story von euch nicht kennt, schaut euch gerne die ersten Folgen dazu an. Playlist sollte oben rechts verlinkt sein. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, läuft gerade jetzt ganz kurz. Ja, jetzt gerade läuft das Ding, die Premiere zum ersten Video von Minecraft Dungeons. Ich habe ja so gutes Internet, meine Videos brauchen 10 Minuten zum Hochladen. Ich glaube, ich nehme meine Videos ab sofort in 4K auf. Ich habe halt keine 4K-Kamera, da passt das nicht so. Wir sollen uns hier links halten. Also das war in dem Video zu sehen. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video, aber ich werde es wahrscheinlich eh vergessen. Ist von 04 am, also 4 Uhr morgens, 04 am. Der macht eben ziemlich viele Minecraft Dungeons Video, ihr könnt bei dem gerne mal vorbeischauen. Guckt den auch immer an. Eben weil der auch solche Sachen erklärt. Wobei, warum kämpfe ich denn? Die Gegner sind doch alle total einfach. Hab ich doch gar nicht angestellt.
Bin ich denn jetzt so langsam? Ah, jetzt Speedtrank hier. Zack, 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 zack. So, genau, Gebräue heißt das jetzt, habe ich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, bei uns ist es da. Seht ihr das da oben rechts? Da ist die Karte größer. Hier. Hier soll das sein. Aber es stimmt. Ich weiß es nicht. Es sieht aber so aus. Weil ich kenne das Gebiet nicht. Hier schnell durch. Hier rüber. Hier die Zombies wegschnecken. Speedtrank natürlich nehmen. Oh, unsere treuen Gefährten holen. Ich dachte, es wären die Bienen. Oh, hier haben wir Slimes. Eine slimige. Uiuiui. Eine slimige Hund. Ich bin auch runtergefahren, weil ich auf den Hund geachtet habe. Okay, man kommt da nicht rüber. Wir sollten warten. Wir sollten uns vielleicht mal ganz kurz heilen oder so. Und das am besten nicht, während wir in dem... Wenn mir irgendeiner sagen will, ich mach das falsch. Das soll so. Weg! Wir hätten eigentlich auch von oben runterspringen können, glaube ich. Okay, ist das einfach nur eine Kiste? Oh. Du da. Ach komm. Du. Und du. Ja? Toll. Ich weiß nicht, was es uns gebracht hat, aber es scheint gut gewesen zu sein. Hoffe ich, schätze ich, denke ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die... Ah, die Treppen bewegen sich nicht mehr. Okay. Ist da unten schon Battle Arena? Hexen sind das Schlimmste im Spiel hier. Oder Creeper? Hatten wir diese... Hatten wir diese Diskussion nicht gerade schon? Ja, nach rechts lang. Ja, das scheint auch richtig zu sein. Oh ja. Oh, Hunddings. Geh weg. Da ist er wieder. Also er tötet unseren Hund nicht instant. Oh! Das kann ja nicht sein, dass der nach 10 Mal Dingsen immer noch so stark ist. Aber dafür kriegen wir eine goldene Kiste mit ganz viel Smaragden drin und das ist voll okay. Zack, zurück zum Lager. Es leuchtet so schön. Ich mach mal kurz ein Bild davon und zeig euch das. Ganz kurz muss ich rüber in das Ding. Ihr seht die Ringleuchter, das ist auch nicht so gut, gell? Seht ihr, da leuchtet es jetzt grün. Schaut euch das Video an, was kommt. Ja, schaut euch das Video an. Okay. Gehen wir wieder zurück hier in die Festung. Hier können wir ja leicht rein, weil was, warum sollte ich denn da schwer reingehen? Zumindest wenn ich noch nicht...
Hat die Switch umgeworfen fast. Zumal ich nicht alle Enderaugen habe. So ein bisschen drehen. So. Welche finstere Macht? Ja, wir kennen das Ganze schon. Das hören wir uns vielleicht nochmal an, wenn wir dann reingehen. Weil das klingt ziemlich spannend, finde ich. Ich hoffe, das ist auch ein Level. Weil dann haben wir nämlich vier ganze neue Level, die wir spielen können. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das nächste Enderauge, beziehungsweise die nächsten zwei vermutlich. Und bald geht's dann auch schon ab, Leute. Ich freue mich total. Woo! Oh Gott. Also bis jetzt muss ich schon sagen, der DLC hat bis jetzt noch nichts Essentielles im Spiel verändert. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Wir sind da noch gar nicht in den Leveln. Also ich kann noch nichts über den DLC sagen. Bis jetzt die Idee, dass man nochmal zurück muss, um sich die Enderaugen zu holen, finde ich ganz spannend. Also irgendwer muss sich das ja einfallen lassen haben. Klar. Und dafür, dass sich das jemand einfallen lassen hat, finde ich das ganz gut gelungen. Doch, gefällt mir. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre Peter zu rufen. Sehr schön, du kannst wieder gehen. Da war es auch schon mit dem Video. 21 Minuten sind für mich voll okay. Ich muss das Ganze ja noch zusammenschneiden. Beziehungsweise, ich glaube, hier gibt es nicht viel zu schneiden. Ich fand die Aufnahme eigentlich ganz gut. Muss halt Intro hinpacken. Seit langem mal wieder Intro. Gab es ja auch in dem Bug-Video nicht. Das Bug-Video ging richtig ab. Ganze 20 Aufrufe. Nee, aber das war... Es hat aber auch so lange gedauert. Ich glaube, es hat mich 3 Tage gedauert, das zu schneiden. Das zu verarbeiten. 10 Mal wieder aufs Neue. Eigentlich wäre das ja 4K gewesen, aber... Es gab eben Probleme, häufig ist das Ding abgestürzt, wegen 4K, da hatte ich den Computer noch nicht. Und hier kann ich jetzt 4K machen. Und die nächste Aufnahme verspreche ich euch, die ist 4K. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Dann gibt's die nächsten Enderaugen. Ciao.